1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ja, wir sind live hier, das heißt heute mit einer freien Themensendung. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was Privates, was Öffentliches, was Gesellschaftliches, was Politisches, dann ruft mich an 0800 220 50 50. Zum Beispiel würde ich mich auch ganz gerne mit euch unterhalten über den Andreas-Türk-Prozess. Da gibt es ja am Donnerstag das Urteil. Und heute kam ja so heraus, oder gestern schon, dass die Staatsanwaltschaft vermutlich auf Freispruch plädieren wird. Wie denkt ihr darüber? Was ist eure Meinung? Habt ihr diesen Prozess verfolgt? Also, was auch immer ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute ist Patricia und die ist 23 Jahre alt. Hallo Patricia. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich wollte mich nur noch mal bei dir bedanken. Bedanken? Ja, ich hatte vor ungefähr 3-4 Monaten schon mal bei dir angerufen. Da ging es um den Thema, wie sage ich es meinen Kindern? Ja, wie sage ich es meinem Kind, hatten wir das Thema, genau. Mhm. Ja. Ja, und ich war Prostituierte und habe vor einem Monat den Absprung geschafft. Ich kann mich vage erinnern, das ging um ein Kind, du hast ein sehr junges Kind noch, glaube ich, ne? Ja, 2. 2 Jahre, genau. Und da haben wir darüber gesprochen, wie du das irgendwann eventuell deinem Kind sagen würdest, wenn du noch in dem Beruf wärst. Ja. Ja. Wie sind wir verblieben am Ende des Gespräches? Ja, du hattest mir halt gesagt, dass halt besser wäre, wenn ich halt damit aufhören würde, weil es mir halt auch nicht so großen Spaß gemacht hat. Und dass ich mir professionelle Hilfe dafür suchen sollte. Ja. Und das heißt, du bist jetzt ausgestiegen? Ja, du hast bin ausgestiegen, du seit einem Monat. Super, das ist ja toll. Sagst du uns noch mal, wie lange du gearbeitet hast als Prostituierte? 3 Jahre. 3 Jahre. Und jetzt raus. Ja. Wie empfindest du das, dass du jetzt draußen bist? Also ist ein super Gefühl, weil ich auch jetzt einen ganz normalen Beruf habe. Was machst du? Ich bin jetzt Verkäuferin. Und das ging auch so nahtlos ineinander über? Das heißt, weil ich halt Hilfe dafür hatte. Ja. Und den einzigsten Nachteil, der halt jetzt ist, ist das Geld. Weniger Kohle. Ja. Klar. Aber das nimmt man dann ja gerne in Kauf, vermute ich mal, wenn man das Gefühl hat, was Gutes und Richtiges getan zu haben, ne, für sich und für das Kind auch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das freut mich wirklich sehr, dass unser Gespräch dann so eine Wirkung hat. Ich meine, das ist ja eine einschneidende Wirkung, dass du einen 3-jährigen Beruf, Job aufgegeben hast und jetzt als Verkäuferin arbeitest. Bitte? Und jetzt eben als Verkäuferin arbeitest. Ja. Ja. Das freut mich sehr. Ich freue mich auch über die Rückmeldung, Patricia. Sehr. Dann wünsche ich nur, dass du wirklich gut Fuß fassen wirst weiter in dem Job und das niemals bereuen wirst. Aber das glaube ich nicht. Nee, also ich denke auch nicht, dass ich das bereuen werde. Ja. Hattest du eigentlich ein bisschen Geld angespart auch zurück? Ja, okay, ja. Das schon? Ja. Also nicht alles verprasst? Nee. Das heißt, da kannst du jetzt ein bisschen von leben, also zusätzlich noch von leben und da einiges dann auch von dir leisten für deine Tochter und dich. Ja. Ja. Patricia, sehr schön, dass du angerufen hast. Ja, okay. Gratulation und ich freue mich wirklich sehr, dass es sich so entwickelt hat bei dir. Ja. Alles Liebe, alles Gute weiterhin. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, meldet euch unter dieser Nummer oder meldet mir unter domian@wdr.de. Hier ist Laila und Laila ist 25 Jahre alt. Hallo Laila. Ja, hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Und zwar, ich brauche deine Hilfe. Ich habe da so ein Problem. Ja. Du kennst das ja wahrscheinlich, die Feindlichkeit zwischen Türken und Kurden. Mhm, ja. Ich bin jetzt seit 3 Jahren mit einem Kurden zusammen. Wir haben eigentlich vor zu heiraten. Dieses Thema gibt es jetzt schon seit ungefähr 2 Jahren. Mhm. Und mein Vater und meine Schwester. Du bist Türkin. Ich bin Türkin, genau. Mhm. Er ist Kurde. Und die sind extrem dagegen.
Also wirklich extrem. Also wenn ich dieses Thema schon anspreche, da wird direkt nur gesagt, irgendwie, das war's bis hierhin, da gibt's nichts drüber zu diskutieren. Du wirst ihn nicht heiraten und wenn du ihn heiratest, dann stoßen wir dich halt ab. Sagt deine Familie. Genau, das sagt meine Familie. Wie groß ist deine Familie? Also wie groß, ich sag mal, das... Also die engere Familie, meine ich jetzt so. Ja, also ich habe jetzt 4 ältere Geschwister, einen jüngeren Bruder. Ja. Ja, Mutter, Vater sind bald noch da. Und die Geschwister sind auch alle deiner Auffassung? Nicht alle, da ist nur eine, also die von mir die ältere, die ist extrem dagegen. Ach so, die ältere Schwester ist extrem dagegen? Die ist extrem dagegen und die, weiß ich nicht, wie die das macht, die tut meine Eltern ziemlich groß beeinflussen. Also am Anfang war das Thema... Ich dachte gerade so unter den Mädels, dass da so eine Solidarität herrscht und das heißt, und deine Brüder, oder denen ist das eher egal? Also mein Bruder, der hat ihn kennengelernt. Und er kriegt auch mit, wie ich darunter leide wegen dieser Sache. Und deswegen meint er, also für mich ist das Wichtigste, dass du glücklich bist. Also ich werde ihn auf jeden Fall akzeptieren. Er steht voll und ganz hinter mir, weil er ihn auch kennt. Und auch ein bisschen jetzt weiß, was für eine Art Mensch er ist. Dass er halt nicht... meine Schwester stellt ihn ja als so einen psychopathischen Kurden, wie diese PKK zum Beispiel. So stellt sie ihn ja dar. Sie hat Sachen über ihn erzählt, weil sie kennt ihn gar nicht. Sie hat nur einmal mit ihm telefoniert. Das heißt, er war auch noch nie bei euch zu Hause? Nee, also das lassen die erst gar nicht zu. Der Vater von ihm meinte, dass er mal vorbeikommen will, halt nur um kennenzulernen. Aber wie gesagt, wird alles direkt abgeblockt. Der Vater von ihm hat das vorgeschlagen, dass sein Sohn mal bei euch vorbeikommen soll? Genau, und dass er selber auch mal vorbeikommen will. Ach so. Dass die Familie sich kennenlernt. Kennst du denn seine Familie? Die Familie von ihm kenne ich. Die kennst du, also die kurdischen Eltern kennst du und die haben da gar nichts gegen, die würden sagen, okay. Nee, also die stehen voll und ganz hinter uns. Die stehen voll und ganz hinter euch. Die stehen voll und ganz hinter uns. Die meinen, egal was ihr macht, egal wie lange das noch dauern sollte, wenn ihr beiden euch sicher seid, dass ihr heiraten wollt, also wir stehen hinter euch. Nur das Problem ist halt, wir kommen irgendwie an meinen Vater nicht ran. Also er blockt ab, er lässt es einfach nicht zu. Sag mir noch ein paar Worte zu der Mutter. Deine Mutter. Mutter. Ja, zu deiner Mutter. Also meine Mutter, ich sag mal so, sie ist nicht dagegen. Nicht dagegen? Also sie ist nicht dagegen, aber sie ist auch nicht direkt dafür, da mein Vater halt nicht dafür ist. Ich verstehe. Das heißt, wenn der Vater sagen würde, okay, ich bin eigentlich nicht dafür, aber dennoch will ich das Glück meiner Tochter, dann würde deine Mutter nicht dagegen stehen. Nee, absolut nicht. Absolut. Also das Hauptproblem ist der Vater und so habe ich es jetzt rausgehört, die Schwester, die ältere Schwester. Genau, da ist jetzt ein Fall in der Türkei gewesen, da war ich drüben jetzt im Mai. Da war ich, an meinem Geburtstag war ich ja mit ihm zusammen den ganzen Tag und da habe ich halt gesagt, dass ich mit einer Freundin unterwegs bin. Und da hätte dann halt ein Bekannter von meinem Schwager uns gesehen, der hätte das meinem Schwager gesagt. Da war ja wirklich 2 Monate lang, ich durfte nicht raus, ich durfte mit ihm nicht telefonieren, also Telefon und das wurde mir alles genommen. Also ich hatte dort wirklich gar nichts, 2 Monate lang. Und dann hat sie halt angefangen, Sachen über ihn zu erzählen, die gar nicht stimmen. Ich merke schon, also sie hat überhaupt keinen Bock auf ihn. Nee, absolut sie will, nicht. Lebst du hier in Deutschland noch bei deinen Eltern im Haushalt? Ja. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn du weggehst, denkt doch dein Vater, jetzt hängt sie wieder mit ihm zusammen. Genau, aber die wissen das. Die wissen das auch. Aber da verbietet er dir nicht rauszugehen, da lässt er dich. Genau. Aber, also die Stimmung hängt immer schief, weil er das weiß, aber dann auch nicht weiter drüber spricht. Ja, genau. Also 3 Jahre seid ihr zusammen. Genau, 3 Jahre. Wann hast du dich denn getraut, überhaupt deinem Vater oder in der Familie das zu erzählen, dass du da den Freund hast, der Kurde ist? Also ich sag mal so, am Anfang überhaupt, wir haben ja auch Bekannte, sage ich jetzt mal so, Familienfreunde, die Kurden sind. Ja. Gegen die haben die ja nichts auszusetzen. Deswegen dachte ich, dass die bei ihm auch nichts auszusetzen. Ach so, und dann hast du relativ schnell das zu Hause erzählt, dass du da einen Freund hast, der Kurde ist. Genau, und da dachte ich, dass die das akzeptieren. Aber als die es gehört haben, da war die Hölle los. Da dachte ich noch, wo bin ich denn jetzt angekommen? Ach so. Also das ist nicht die Familie, die ich so kenne. Schon die allererste Reaktion war krass. Ja. Dass du mit ihm befreundet bist, geschweige denn, dass du ihn eventuell immer heiraten würdest wollen. Genau. Also heiraten, Ehe, das war sowieso tabu, meinten die. Also das wird auf jeden Fall sein. Wie begründet dein Vater das? Begründet er es oder sagt er einfach, ich will es nicht, Punkt aus, keine Diskussion?
Also ich sag mal so, die Begründungen, die er zu sagen hat, da finde ich jetzt irgendwie keinen Sinn drin. Er sagt die ganze Zeit nur halt, er ist Kurde. Mhm. Und der hat, ja, die Angst kann ich irgendwie wiederum verstehen, dass die denken, ja, PKK hier oder da. Aber es gibt ja nicht nur, auch Kurden. Ja, aber es gibt ja nicht nur PKK-Anhänger. Ja, genau. Und das hat er auch gesagt. Er meint, in der Türkei leben 25.000 Kurden. Wenn alle PKK wären, da wird die Türkei heute nicht mehr so dastehen. Meinte, und ich gehöre nicht zu denen. Ja, also ist es ein Vorurteil letztendlich? Genau, also von meinen Eltern aus ist das ein Vorurteil. Wo man auch gar nichts gegen reden kann, wenn man gebetsmühlenartig das vorgehalten bekommt, ne? Genau. Die Begründung ist ja erst Kurde, Punkt aus, keine Diskussion mehr weiter. Obwohl, wir halten uns nochmal fest, die andere Seite, also die kurdische Familie, sagen würde gerne, ja, wäre der kurdische Vater denn mal bereit, mit deinem Vater zu sprechen? Er wollte es. Er hat angerufen zu Hause. Ja. Und danach habe ich meinen Vater darauf angesprochen, dass er halt am Telefon ist, ob er mit ihm reden würde. Ja. Und dann meinte der, Menschen, die ich nicht kenne, was soll ich mit ihm reden? Heftig. Da hat er wieder Dreck abgeblockt. Also ich komme irgendwie gar nicht. So, du bist eine junge Frau von 25 Jahren. Du bist kein kleines Mädel mehr, du bist eine junge Frau von 25 Jahren. Bist du denn für dich entschieden, die Sache durchzukämpfen und zu sagen, das ist meine Liebe, das ist mein Mann, mit dem möchte ich auch zusammenbleiben? Also das mache ich, das will ich auch das machst du. Auf jeden Fall. Ja. Glaubst du, dass der Vater im Endeffekt so hart sein wird und dich wirklich verstoßen wird? Er hat das gesagt. Und nach 3 Jahren glaubst du das auch, ne? Wenn das seit 3 Jahren. Ja, mittlerweile glaube ich das schon. Ich finde es schlimm zu hören. Ich finde es wirklich schlimm zu hören. Dir wird wahrscheinlich klar sein, Leila, was ich sage. Ich erahne deinen Konflikt, in den du da steckst. Aber der richtige Ratschlag kann nur sein, höre du auf dein Herz. Das ist das Richtige. Wird es irgendwie keine andere Möglichkeit geben? Wie wäre es denn jetzt eigentlich, wenn ich ihn einfach jetzt mit nach Hause bringe, ohne dass die Bescheid wissen? Wäre das jetzt ein bisschen zu hart für die? Ich weiß nicht, wenn dein Vater so entschieden dagegen ist, könnte es natürlich sein, dass das eskaliert und dass es eine sehr unangenehme Situation ist, die für dich dann auch sehr peinlich ist. Wenn er so klar sagt, er will mit denen nichts zu tun haben, er will auch nicht mit dem Vater sprechen, er will gar nichts haben. Und wenn du dann einfach den Jungen mit nach Hause nimmst in die Wohnung und plötzlich steht er da, ich weiß es nicht. Das könnte natürlich sehr peinlich für alle ausgehen, wenn er ihn dann lautstark rausschmeißt. Also sollte ich dann lieber das machen, wo ich am meisten jetzt drüber nachdenke, einfach die Sachen packen und dann zu ihm gehen? Ich weiß, was für eine schwere Entscheidung das ist, leider, seine Eltern zu verlassen. Nee, das ist wirklich hart. Deswegen. Das ist super hart. Und ich bin auch immer fassungslos, wenn ich sowas höre, dass die Eltern das tun, weil den Eltern muss doch das Glück des Kindes am Herzen liegen. Und das Kind ist nun 25 Jahre alt und kann ja selbst entscheiden, mit wem sie zusammen sein will. Und wenn du das so entschieden hast, müsste dein Wort gelten. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Also ich würde jetzt so aus dem Gefühl heraus, würde ich jetzt sagen, konfrontiere deinen Vater nicht, ohne vorbereitet zu sein mit deinem Freund. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es nicht gut ist. Grundsätzlich würde ich sagen, geh deinen Weg. Und in der Hoffnung, dass dein Vater sich doch eines anderen besinnt und er dann irgendwann doch zu dir und zu euch steht. Ja, aber irgendwie will er jetzt auch nicht, dass ich irgendwie so gesehen meine Familie verlasse und einfach zu ihm gehe. Weil dein Freund. Er weiß ja auch, was das für uns bedeutet, genau. Ja, irgendwie tut ihm das ja weh. Natürlich, aber was ist denn die Alternative? Ihr könnt ja eure Liebe nicht kaputt machen oder selbst zerstören, nur weil es ein Vorurteil gibt gegeneinander, von der einen Seite zur anderen Seite. Ja, eben, leider. Deswegen, ich weiß absolut nicht mehr, wie ich da weiterkommen soll. Ich möchte mal einen Vorschlag machen. Wir haben ja nun auch sehr viele Leute, die türkischstämmig sind oder kurdischstämmig sind, die uns zuhören. Das weiß ich an vielen Reaktionen, wenn ich auf der Straße bin. Ich würde gerne mit ein paar anderen von euch, die ihr jetzt zuschaut und zuhört, auch reden. Ihr habt jetzt Leila gehört. Ihr habt das Problem von Leila gehört. Was denkt ihr? Was würdet ihr Leila raten? Ihr habt noch eine stärkere Insider-Sicht, sage ich mal, als ich das habe. Und ich schlage ganz einfach vor, Leila, du verfolgst die Sendung und pass mal auf, was vielleicht andere Leute auch in der Situation dir raten würden. Okay. Die auch so die Lage gut kennen. Mhm. Mein Ratschlag grundsätzlich ist, auch wenn das noch so hart ist, geh deinen Weg und entscheide dich für deine Liebe und für das, was du empfindest.
Dein okay. Herz, dein Herz zählt. Auch wenn das Herz sehr, sehr gebrochen ist, wenn man die Eltern verliert. Mhm. Ja, aber so gesehen habe ich die irgendwo schon verloren. Ja, ich wollte gerade sagen, so gesehen hast du ja auch schon deinen Weg gegangen, ne? Oder bist deinen Weg schon gegangen. Mhm. Deswegen. So, Leila, ich bin gespannt, was die anderen sagen. Ja, ich auch. Ich hoffe, dass da jemand anruft. Vielleicht ein bisschen Rat wird mir immer besser tun. Ja, oder vielleicht noch eine andere Sichtweise. Vielleicht erzählt eine Frau, die in ähnlicher Situation war wie du, wie sie es gemacht hat. Wir wollen mal sehen. Wir warten mal ab. Okay. Okay? Liebe Leila. Danke dir. Alles Liebe, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr mich anrufen wollt zu diesem besagten Thema hier gerade oder generell, dann wählt die Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Hier ist Nadine. Nadine ist 16 Jahre alt. Hallo, Nadine. Hallo. Hallo, Nadine. Du klingst aber nicht so ganz glücklich. Nein, ich bin nicht glücklich. Geht es bei mir um eine kaputte Freundschaft. Mhm. Ja, zu einem Mädel oder zu einem Jungen? Zu einem Jungen. Mhm. Warst du mit ihm zusammen? Nein, nur freundschaftlich. Eine Freundschaft, ja. Ja, 9 Jahre waren wir wirklich die besten Freunde. Ja. Und vor 2 Wochen habe ich dann mit ihm ernstfest geschlafen, obwohl er eine Freundin hatte. Oh. Aber zu der Zeit wusste ich das halt nicht. Wie, du wusstest zu der Zeit nicht, dass er eine Freundin hat? Nein, weil er hat immer welche, also so für 2-3 Tage so halt. Mhm. Und davon wusste ich halt nichts. Und das habe ich erst danach erfahren, weil er danach wieder zu seiner Freundin gegangen ist. Ja. Lass mich kurz fragen, dieser Sex, dieses miteinander Schlafen, ist das von dir ausgegangen oder von ihm? Mehr von ihm. Ja, und du hast mitgemacht, weil du der Meinung warst, da ist nichts im Moment bei ihm. Ja, und weil, also, wir sind ja Freunde und er verarscht ja viele Mädchen. Aber ich dachte, mich als seine beste Freundin wird er nicht verarschen. Mhm. Und... So, was ist der Stand der Dinge jetzt? Also dann hast du doch rausbekommen, dass er eine Freundin hatte, oder wie? Ja, und dann habe ich das erstmal so sein lassen, wie das war, weil ich dachte, wir sind immer noch Freunde und jetzt redet er nicht mehr mit mir und er guckt mich auch nicht mehr an und so. Und dann dieses Wochenende hatte er am Erntefest 3 Mädchen an 3 Tagen. Ja. Und das fand ich fies und da hat mir seine Freundin echt leid getan, weil ich dachte, nee, das gibt's nicht. Also wir fassen mal zusammen. Vor 2 Wochen ist das passiert mit euch beiden. Ja. Zu diesem Zeitpunkt wusstest du nicht, ob er eine Freundin hat oder aber keine hat, weil er immer irgendwas am Laufen hat. Ja. Danach hast du aber erfahren, dass er doch eine hat. Ja. Schon und nicht nur ein paar Tage, sondern bis heute. Ja. Von wem hast du das erfahren? Von ihm. Ach so, dann habt ihr miteinander danach auch gesprochen. Ja, er hat mir das danach gesagt. Er hat gesagt, ja, und er geht jetzt wieder zu seiner Freundin hin. Ach so, das hat er dir direkt nach dem Sex gesagt? Ja. Aber das muss doch für dich schon ein schlimmer Schmerz gewesen sein. Ja. Mhm. Wenn man 9 Jahre mit einem Mann einfach nur so befreundet ist, mit einem Jungen und platonisch, und dann hat man Sex miteinander, höre ich daraus, dass du dich ein bisschen in ihn verliebt hast und du eigentlich auch mehr... Ah ja, du würdest auch mehr wollen. Nein, ich will echt nur die Freundschaft. Aber verliebt bist du doch ein bisschen. Ja, verliebt bin ich total, aber auch schon ein bisschen länger, aber da ist mir die Freundschaft viel zu wichtig. Ja, okay, dann kann man jetzt sagen, ist einmal passiert, schwamm drüber, wir sind Freunde. Was ist das aktuelle Problem jetzt? Ja, weil er redet nicht mehr mit mir, er guckt mich auch nicht mehr an. Und warum nicht? Ich weiß nicht, er ignoriert mich. Also, ich stand neben ihm und er hat nicht mal zu meiner Richtung geguckt. Ja, dann frag ihn doch mal, was los ist. Ich habe ihn ja angerufen und dann meinte er, ja, da war nichts. Und dann ich so, ach, da war nichts. Und aber er hat in der ganzen Stadt das rumerzählt und dann habe ich das abgestritten. Habe ich gesagt, das stimmt nicht. Und warum? So. Das ist auch albern. Dann musst du doch auch dazu stehen, wenn du das gewinnst. Ja, weil ich habe das abgestritten, weil er hat zu seiner Freundin gesagt, da war nichts. Und ich wollte ihm helfen und da habe ich auch gesagt, da war nichts zu ihr. Also sehr kuddelmuddelig alles, ne? Ja. Also sehr kuddelmuddelig. Da ist was passiert, du schaltest es ab, du bist verliebt, aber willst dann doch nur Freundschaft. Aber eigentlich, wenn du verliebt bist, komm jetzt mal unter uns beiden, wenn du wirklich verliebt bist, wenn du es dir frei wählen könntest, würdest du doch gerne mit ihm zusammen sein, oder? Nein. Warum ganz nicht? Ehrlich, nee. Warum nicht? Weil, ich weiß auch nicht, aber das ist zu eine feste Freundschaft, also war sie zumindest.
Und ich weiß, wie ich in Beziehungen bin und ich weiß, wie er in Beziehungen ist, weil nach einer Beziehung reden wir beide nicht mehr mit demjenigen. Kein einziges Wort mehr. Und also ist dir wertvoller die Freundschaft? Ja. Letztendlich. Vielleicht hält, du hast recht, vielleicht hält die Freundschaft viel länger, als wenn ihr zusammen seid. Nun ist das aber alles durcheinander gekommen durch dieses eine Mal miteinander schlafen. Ja. Dadurch ist jetzt alles liegt kreuz und quer. Ja. Nun ist das Ganze ja erst zwei Wochen her. Mhm. Ja? Ich verstehe nicht, warum der nicht mit dir spricht, ehrlich gesagt. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das auch nicht. Und dann, der war jeden Tag bei mir und also er hat das wirklich keinen Tag ausgehalten, mit mir zu reden. Hast du ihm das denn so klar gesagt? Pass mal auf, das ist jetzt mal passiert, aber letztendlich möchte ich keine Beziehung. Lass uns gute Freunde sein. Hast du ihm das so klar gesagt? Habe ich ihm am Telefon erzählt. Und da meinte er, er hat jetzt keine Lust mehr auf mich. Ich soll ihn und Lea in Ruhe lassen. Ihn und seine Freundin? Ja. Ja, dann mach das mal, Nadine. Wenn der jetzt so heftig reagiert, warum auch immer, dann geh erstmal ein bisschen auf Distanz. Irgendwie scheint das, glaube ich, das Klügste zu sein. Mhm. Du sagst, er hat gesagt, du sollst auch seine Freundin in Ruhe lassen. Ja. Was wolltest du denn von und mit der Freundin? Ja, nachdem er das mit den drei anderen Weibern hat, habe ich ihr das erzählt. Mhm. Warum weil hast du ihr das wirklich leid getan hat. Jetzt hast du ihn wieder verpetzt bei der Freundin. Ja, weil sie, warum? Sie hat sich bei mir ausgeheult, weil ihr ganz viele in der Stadt erzählt haben, wie er drauf ist. Und da habt ihr euch aber wirklich verheddert. Ja, und dann habe ich ihr das erzählt, weil sie mir da leid tat. Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch nicht gerade sehr freundschaftlich, ne? Wenn du da rumplauderst, das ist dein Freund, dann hättest du erstmal mit ihm reden müssen, hättest ihm den Kopf waschen müssen. Ja, ich habe ihm ja gesagt, du hast ihm drei Tage Zeit, ihr das zu sagen, und wenn er das nicht macht, sage ich ihr das. Ja, aber das ist auch Quatsch. Wozu, du kennst das Mädchen noch gar nicht. Da musst du wirklich mit ihm erstmal, das ist dein Ansprechpartner. Und nicht ein Mädchen, was du kaum kennst, da gleich loslegen. Das klingt aber schon so ein bisschen nach, auch ein bisschen beleidigt sein. Dass du war ich auch, weil ich war ja seine beste Freundin. Mhm. Und jetzt hast du gepetzt. Ja. Mhm. Jetzt ist er sauer. Ja, deswegen nicht. Na, vielleicht aber doch. Weil er hat ja zu mir gesagt, um Lea geht das nicht. Er mag Lea als eine gute Freundin. Aber er liebt sie nicht, aber es ist halt immer gut, eine Freundin zu haben. So, weißt du, was ich jetzt glaube? Da ist ja so vieles schief gelaufen und irgendwie einfach nicht gut abgegangen. Lass die ganze Sache sich erstmal beruhigen. Du hast ihm gesagt, du willst ihn als guten Freund haben und du möchtest nichts von ihm. Hast du gesagt, ne? Ja. So, die Ansage hat er bekommen von dir. Jetzt lassen wir noch ein paar Wochen ins Land ziehen, bis die Wogen sich geglättet haben. Und ich bin ganz sicher, dass wenn ihr seit 9 Jahren Freunde seid, dass das auch wieder funktioniert. Aber so als Tipp und als vielleicht, was du daraus lernen kannst aus der Sache, petz nicht so schnell, wenn du beleidigt bist. Ja. Dann musst du dich zurückhalten. Dann musst du auch sehen, wie wichtig dir die Freundschaft ist. Und wenn du glaubst, dass der Mist gebaut hast, dann muss man immer erst mit dem Freund reden und nicht mit irgendwelchen anderen Leuten und quasseln. Ja? Mhm. Also mein Ratschlag, einfach erstmal ein bisschen warten, gar nichts tun. Je mehr du jetzt tust, desto mehr machst du vielleicht falsch. Mhm. Einfach zurück und lass ihn mal kommen. Vielleicht ist er in der nächsten Woche schon da und dann ist wieder alles in Butter. Okay? Ja. Okay. Nadine, alles Gute. Okay, tschüss. Danke schön. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu Laila, die wir gerade hatten. Oder vielleicht auch zum Prozess von Andreas Türk. Hier ist Silke, 24. Hallo Silke. Hallo. Ja. Schön, dass du da bist, Silke. Um was geht's bei dir? Ja, es geht ganz einfach darum. Hallo? Ja, ich höre dich. Mach mal bitte den Fernseher oder das Radio, den Ton ganz weg. Ja. Okay. Sagen wir euch doch immer. So, es geht um deinen Freund. Ja. Und du hast die Vermutung, dass der dich betrügt? Ja, also ich habe eigentlich nicht die Vermutung, ich weiß es eher. Aha. Wir sind jetzt eigentlich schon seit 3 Jahren zusammen. Ja. Oder auch mal wieder nicht. Es ist halt immer so ein ewiges Hin und Her. Ja. Und er sagt auch ständig irgendwie, dass mal sind wir zusammen und dann sind wir wieder nicht für ihn zusammen. Und letztes Jahr habe ich ihn auch mit zwei anderen Frauen erwischt.
Und dann hatten wir auch 10 Monate keinen Kontakt mehr, weil er Amerikaner ist und er immer nur für gewisse Zeit in Deutschland ist, weil er Sportler ist und eben hier für ein Team spielt. Und ja, also ich habe mehr oder weniger, habe ich alles für diesen Mann liegen lassen. Ich habe meine Arbeit gekündigt, bin in eine andere Stadt für ihn gezogen und besuche ihn auch in Amerika und so. Ja. Aber irgendwie so, also ich bin jetzt im Moment schwanger. Und von ihm? Ja, ja, er will auch dieses Kind haben, ja, und schläft aber auch nicht mehr in meiner Wohnung seit 4 Wochen. Und wenn ich ihn darauf anspreche, warum er nicht mehr bei mir übernachtet oder so, dann sagt er immer, er hätte irgendwie Termine am Morgen und er könnte halt nicht bei mir übernachten. Ja. Und du hast gerade gesagt, du bist wegen ihm in eine andere Stadt gezogen. Ja, und ich habe auch wegen ihm mit der Prostitution angefangen. Wie bitte? Es wird ja immer heftiger. Ja, Moment, eins nach dem anderen. Du bist wegen ihm in eine andere Stadt gezogen. Mhm. Warum wohnt ihr dann nicht zusammen in einer Wohnung? Weil er das nicht möchte. Das heißt, du bist extra für ihn in die Stadt gezogen und da habt ihr 2 verschiedene Wohnungen. Mhm. Wie weit ist dieser Ort entfernt von deinem vorhergehenden Wohnort? 200 Kilometer. 200 Kilometer. So. Wie? Und du bist wegen ihm in die Prostitution abgerutscht? Ja, also das war damals so, dass ich ihn durch meinen alten Job kennengelernt habe, weil ich im Außendienst war. Ja. Und ich dann halt alles kopfüber für ihn habe liegen lassen und bin dann halt ohne Wohnung, ohne alles in diese Stadt gekommen. Mhm. Und ja, das Schnellste irgendwie, um an Geld ranzukommen, sag ich mal, ist halt nun mal dieser Job. Ja. Oder um sich eben schnell was aufzubauen. Und weil ich auch irgendwo so ein Ding in meinem Kopf hatte, dass ich ihm was bieten muss. Mhm. Und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er weiß es auch nicht, was für einen Job ich mache. So, das heißt, du bist jetzt in der neuen Stadt, in der er wohnt. Du bist ihm nachgezogen und arbeitest dort als Hure. Ja. Wie oft am Tag oder in der Woche? Ja, eigentlich die ganze Woche. Die ganze Woche? Also außer am Wochenende. Bist du wahnsinnig, Silke? Aber ehrlich, bist du wahnsinnig, wegen einem Typ alles hinzuschmeißen, wegen einem Typ in die Prostitution zu gehen? Bist du wahnsinnig? Gibt's denn da noch Worte für? Und dann für einen Typ, von dem du auch noch gar nicht weißt, ob das überhaupt eine gute Beziehung ist? Ja, ich weiß. Du bist schwanger. Ja. Du arbeitest als Hure. Ja, also im dominanten Bereich. Ich habe keinen Verkehr mit den Gästen. Naja, gut. Und du bist ja gar nicht sicher, was die Beziehung ist. Es kann sein, dass alles kaputt ist und er dich gar nicht mehr will und er dich ja, gar nicht mehr... Ja, das Gefühl habe ich ja ständig und das ist halt jetzt schon seit 3 Jahren so und ich kann halt so nicht mehr leben, weil er sagt... Aber wieso? Eine Minute sagt er will eine Beziehung mit mir und ja, die nächste Minute sagt er wieder, aber er wieso? Will keine. Ich verstehe, aber wieso gibst du für einen Mann, wo du gar nicht weißt, woran du bist, und das seit 3 Jahren, wieso gibst du für den dein altes Leben auf? Ich weiß es nicht. Also vorher, das ist auch eigentlich gar nicht meine Art. Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Ich hätte das früher nie für irgendwen getan. Wie lange bist du jetzt in der neuen Stadt und in dem Job? Ich bin jetzt 1,5 Jahre hier in der Stadt Jahre und schon. Auch bin, seitdem in diesem Job. So, und wenn der davon erfahren würde, was du da machst, wäre so wahrscheinlich endgültig aus, ne? Ja, alleine schon von seiner Mentalität, weil also er ist ja Amerikaner und bei denen ist es ja sowieso illegal und ganz schlimm. Hast du ihnen mal die wichtigste Grundfrage gestellt, nämlich ob er dich liebt? Er sagt immer, das weiß er nicht. Das weiß er seit 3 Jahren nicht. Dann, ja, dann weiß ich es aber, Silke. Dann weiß ich die Antwort. Dann heißt die Antwort nämlich, nein, er liebt dich nicht. Wenn man seit 3 Jahren einer Frau nicht sagen kann, ob man sie liebt oder nicht, sondern hin und her laviert, ist da natürlich nichts mit Liebe, ist doch klar. Ja, aber das ist auch immer so, manchmal sagt er dann, er liebt mich, manchmal liebt er mich und dann liebt er mich wieder nicht. Natürlich, ja, er muss sich auch bei der Stange halten, irgendwie. Ja, aber was ich halt nicht verstehe, ist halt, ich bin schwanger von ihm und er sagt, wenn er nur mit mir spielt, weil spätestens bei Kindern hört ja dann mal der Spaß auf. Mhm. Sollte man hoffen. Und er sagt, er möchte dieses Kind haben und ja, er möchte mit mir zusammenbleiben. Und deshalb bin ich auch so hin und her gerissen, weil ich dann denke, wenn jemand sowas sagt und da ist ein Kind im Spiel, dann muss ja irgendwas da sein. Also nicht unbedingt, Silke. Es kann sein Verantwortungsgefühl sein, dass er sagt, er will das Kind haben und will vielleicht auch dafür sorgen. Aber das heißt noch lange nicht, dass durch das Kind
eine Liebe entsteht oder erzwungen wird, die vorher nicht da war. Wie lange hast du ihn jetzt nicht gesehen? Gestern das letzte Mal. Heute ist er wieder unterwegs. Keine Ahnung, was er macht. Ich habe ihn vorhin angerufen und dann meinte er so, er ist mit einem Freund unterwegs und er geht dann auch stundenlang nicht ans Telefon. Ja. Und ist er zärtlich zu dir? Streichelt also er dich, nimmt er dich in den Arm? Doch, das macht er schon, auf jeden Fall. Aber es ist halt immer so, dass er mir halt keine netten Sachen sagt oder so. Und halt auch immer diese, wenn er hier sitzt und bei mir eben ist, dann ist er ständig am Telefon und dann kommen Anrufe, die kann er nicht entgegennehmen und dann schreibt er ständig SMS und das läuft halt alles wie ein Film von mir ab, weil das eben letztes Jahr auch so war. Und dieses Verhalten, was du gerade geschildert hast, dass er bei dir ist, aber im Prinzip gar nicht da ist, sondern weil er ständig beschäftigt ist mit irgendwelchen anderen Sachen. Wie lange ist das schon so? Also das ist jetzt die letzten 4 Wochen so. Ich war jetzt die 4 Wochen vor diesen 4 Wochen war ich halt in Urlaub und davor war auch alles gut, aber seitdem ich halt aus dem Urlaub wieder zurück bin, ist es halt wirklich extrem. Du warst also alleine in Urlaub? Mit meiner besten Freundin. Mhm. Warum bist du nicht mit ihm in Urlaub gefahren? Weil er niemals mit mir in Urlaub fahren würde, weil er ist Sportler und hat hier Sachen zu tun, aber er würde es auch nicht machen, wenn er 4 freie Tage hätte oder so. Er hat jetzt zum Beispiel gerade eine Woche frei, weil die Saison fast zu Ende ist und da hatte er mich halt auch schon gefragt, ob wir nach Rom oder so fahren wollen und dann habe ich auch gesagt, können wir gerne machen und da wollte er aber dann nur mit mir fahren, wenn ich das bezahle und dann habe ich halt gesagt, dass ich die Kosten alleine nicht übernehmen will und dass ich das nicht mache. Also er würde nur mit dir nach Rom fahren, wenn du es bezahlst. Na toll. Ja. Aber er verdient doch wahrscheinlich auch ganz gut Geld, ne? Oder? Nee, eigentlich nicht so. Also es ist der Verein, für den er spielt, ist halt nicht so gut betucht. Und, Du hast gerade so ganz direkt gesagt, er würde mit mir nie in Urlaub fahren. Nee, glaube ich auch nicht. Also so ein paar Tage vielleicht, wenn ich da alles sponsern würde, das würde er wahrscheinlich schon machen. Aber den Urlaub, den ich da mit meiner Freundin hatte oder so, Silke, ich denke mal nicht. Ich sage dir, was du mir jetzt erzählt hast in den paar Minuten, dass da ganz grundlegend aber alles schiefläuft, was wahrscheinlich nur schieflaufen kann. Zwischen euch beiden und auch in deinem Leben, welche Entscheidungen du getroffen hast. Ich glaube, du musst ganz, ganz radikal alles verändern. Ich glaube, du musst diese Beziehung in Frage stellen. Ja, das ist aber das Problem. Letztes Jahr, als ich das mit diesen Frauen rausbekommen habe, da war dann auch Schluss und da wollte ich dann auch nicht mehr mit ihm reden und er ist ja auch dann wieder zurück nach Amerika und wir hatten auch 10 Monate keinen Kontakt mehr, aber er kommt halt jedes Jahr wieder und sobald ich weiß, er ist in dieser Stadt, ich kann ihm einfach nicht aus dem Weg gehen. Also ich würde es mir für mich selber wünschen, dass ich ihn vergessen kann. Diese 10 Monate, als er in Amerika war, man kann ja auch mit jemandem Kontakt haben, der in Amerika ist. Habt ihr nie telefoniert, nie gemailt, gar nichts gemacht? Gar nichts, nein. Gar nichts. Weil, wir sind damals in einem krassen Streit auseinandergegangen. Mhm. Und ich weiß von ihm, dass er mich ein paar Mal angerufen hat, aber sich auch nicht getraut hat, mit mir zu reden und aufgelegt ich hat. Ich glaube, Silke, dass du krankhaft diesem Typ verfallen bist. Und dass deshalb wirklich all das schiefgelaufen ist, was hier schiefgelaufen ist. Nämlich, dass du deinen Beruf aufgegeben hast, dass du jetzt als mehr oder weniger als Prostituierte arbeitest, was alles nicht sein soll. Nicht wegen so einem Typ, nicht wegen so einer kaputten Beziehung. Ich würde dir ganz dringend raten, aber wirklich ganz dringend, dass du dir Hilfe suchst, dass du zu einem Psychologen, zu einem Therapeuten gehst. Das schaffst du gar nicht alleine. Das schaffst du nicht alleine. Das ist so eine Abhängigkeit, glaube ich, in der du da steckst. Das ist wie ein Kreislauf. Du kommst da nicht raus. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte sprichst. Jetzt. Einverstanden? Okay. Und dann kann meine Psychologin dir auch noch ein paar Ratschläge geben, wie du es konkret anstellst. Auf jeden Fall finde ich schon mal gut, dass du angerufen hast. Ist ein erster Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung. Okay. Liebe Silke, du legst bitte auf. Meine Psychologin ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, jetzt habe ich jemanden, der Name klingt türkisch oder kurdisch. Özlem, 32, hallo. Ja, hallo, Özlem. Özlem. Genau. Entschuldigung. Das wird ja immer ganz, ganz weich ausgesprochen. Kann das ja gar nicht. Özlem. Özlem, genau. Eine Frau. Richtig. So, ich vermute mal, du nimmst Bezug auf das Gespräch mit Leila vorhin.
Ja, genau, da wollte ich mal was zu erzählen. Ich sag mal eben kurz für die Leute, die zugeschaltet haben. Vorhin hat Leila angerufen, 25 Jahre alt, sie kommt aus einer türkischen Familie und ist seit 3 Jahren mit einem kurdischen jungen Mann zusammen. Und ihr Vater, Leilas Vater, der türkische Vater, droht an, Leila zu verstoßen, wenn Leila ihren kurdischen Freund heiratet. Und Leila ist glücklich mit ihm und möchte es sehr gerne. Und die Frage ist, was soll sie tun, wie soll sie sich verhalten? Ne? So zusammengefasst. Aslam. Ja. So, jetzt zu dir. Du wirst gern zu dem Fall was sagen. Ja, also ich kenne halt auch die Problematik zwischen Kurden und Türken. Bist du Türkin, Kurdin? Ich bin Türkin. Türkin, mhm. Ja, und ich würde ihr raten, dass sie sich von dem Mann trennt. Warum? Weil erstens ist es so, dass Kurden und Türken, dass dieser Hass einfach uralt ist, mhm, und der so fest in den Köpfen sitzt, insbesondere in ihrer von ihrem Vater wahrscheinlich, mhm, ja, wie ich das so höre, ja, weil mein Vater reagiert auch immer etwas allergisch. Aber ist es nicht schön, wenn junge Leute so einen uralten Hass aufbrechen, indem sie sich lieben? Nee, das funktioniert nicht. Also nicht bei Kurden und Türken. Sagst du, warum? Ja, das ist so, also auch wenn die Familie zum Beispiel Ja sagen würde, mhm, also da würden sich noch viele andere Menschen einmischen, die überhaupt nicht zur Familie gehören, wie zum Beispiel irgendwelche Leute von der PKK und so. Die sind immer noch aktuell da, die sind im Untergrund und die, mhm, agieren immer noch. Und das weiß ich halt schon, mhm, aus ziemlich erster Quelle, sage ich mal. Also würdest du argumentieren, dass es fast zu gefährlich sei für, ja, Leila, sich darauf einzulassen? Ja, ja. Weil die letztendlich auch kurdische Menschen das nicht wollen, dass Kurden mit Türken zusammenkommen. Ja. Jetzt, genau, muss ich mal was ganz Blödes fragen. Kurden sind doch auch türkische Staatsbürger. Können es sein? Ja, das sind sie natürlich. Ja? Mhm. Sie sind türkische Staatsbürger, nicht kurdische. Ja. Mhm. Das ist der Unterschied. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man so sagt, Türken und Kurden, Kurden sind ja auch Türken, aber von der Stammeszugehörigkeit Kurden, ne? So ist es korrekt ausgedrückt. Ja, richtig. Genau. Mhm. 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 Aber findest du das denn nicht traurig, dass man sich dann auch als junges, liebendes Paar solchen Verhältnissen ja ergibt quasi? Ja, natürlich. Es ist todtraurig. Aber du bist auch eine junge Frau, wenn du jetzt muss ja erst kein Kurde sein, irgendjemanden, wo die Familie es nicht will, wenn du den lieben würdest. Und dein Herz schlägt dahin. Und dann siehst du die gesellschaftlichen Gegebenheiten und würdest deine Liebe aufgeben dafür? Also das ist nicht so einfach. Mhm. Mhm. Also ich glaube es. Unsere Familienstrukturen sind ganz eng. Mhm. Und wenn man seine Familie aufgeben muss, ist das eine ganz harte Angelegenheit. Dann hat man keinen mehr, der einen beschützt oder der hinter einem steht. Das ist ganz schwierig. Immerhin sind wir Türken und Kurden hier in Deutschland wirklich nur quasi alleine, in Anführungsstrichen, mhm, weil wir haben hier nur die paar Familienmitglieder. Mhm. Der Rest ist in der Türkei. Mhm. Und sogar da hätten wir auch keinen Schutz, wenn man dieses, das ist ein inoffizielles Gesetz, mhm, eine inoffizielle Regel. Und wenn man sich da nicht dran hält, dann ist man auf der Flucht sein Leben lang. Und ich weiß es, ich hatte hier schon türkische Frauen, junge Frauen, die das gemacht haben. Ja. Und deren Weg sehr schwer war, sagen wir es so. Ja. Ich weiß, ich weiß von welchen, die umgebracht worden sind. Ja. Ja, und das ist, ich finde das ganz schlimm. Mhm. Und das ist halt immer noch aktuell, obwohl das natürlich nicht gerade in den Medien vielleicht präsent ist die ganze Zeit. Aber ich würde ihr halt echt raten, dass sie da vielleicht ihre Brille abnimmt und sagt so, irgendwie ist ihr Leben halt auch wichtig. Weil dieser Mann, dieser Freund, den sie hat, mhm, was mir halt aufgestoßen ist, er wollte halt auch gern, dass ihr Vater ihn akzeptiert. Mhm. Das war ja auch, mhm, das war in einem Nebensatz, mhm, und da musste ich aufhorchen. Und das, warum, gibt mir ein ungutes Gefühl, weil er braucht auch Sicherheit. Ja, aber ist das nicht normal, dass man als junger Mann gerne auch von dem eventuellen Schwiegervater akzeptiert wird und angenommen wird? Ja, natürlich, mhm, klar. Aber er wird es nicht tun, der Alte wird es nicht machen. Der hat wahrscheinlich so einen Dickschädel. Ich frage dich jetzt nochmal. Du hättest also konkrete Angst, dass Leila, die eine Türkin ist, dass ihr etwas zustoßen würde aus irgendwelchen Untergrund-PKK-Kreisen?
Ja, zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Also es ist nicht so, dass nur die Familie da was machen würde. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass ihr Vater sie verstoßen würde. Ja. Das heißt also, nach deiner Auffassung würde sie völlig in der Luft hängen. Ja. Sie wäre der Gefahr ausgesetzt von der einen Seite und sie hätte den Schmerz, die Familie verloren zu haben. Ja, genau. Und das ist auch wirklich schlimm. Mhm. Wenn sie die Familie verliert, dann wird sie ihr Leben lang keinen Kontakt mehr zur Familie haben dürfen. Ne? Was für eine, ich sag mal, was für eine beschissene Situation. Ne? Es ist total rückständig. Und da fragt man sich, wie kann man denn sowas, wie kann man denn solche Strukturen aufbrechen? Die sind da, das glaube ich ja, weiß ich. Du bestätigst das ja auch. Indem man sich immer wieder fügt, dann nimmt das ja nie ein Ende. Ja, sicher. Aber was soll man denn als Einzelner dann machen eigentlich? Mhm. Wenn das alle machen würden oder so, okay. Aber das sind dann immer so ein paar Ausnahmen, die das machen. Und irgendwie endet das dann immer echt sehr, sehr traurig, finde ich. Warum muss das dann immer so traurig enden? Ja, aber es endet ja, so wie du es ihr rätst, auch traurig. Nämlich sie verliert ihre Liebe. Ihre große Liebe. Ja, das ist natürlich auch nochmal traurig. Das ist super traurig. Ja, das ist schon klar. Aber ich habe deine Argumente schon verstanden. Die wollte ich auch hören oder sogar vielleicht von anderen Leuten auch noch. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, Özlem, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Und dich dazu geäußert hast. Ich danke dir sehr herzlich. Okay. Alles Gute. Jo, auf Wiederhören. Danke, tschüss. So, zu unserer Thematik Laila haben wir jetzt noch Jasmin. Jasmin ist 21 Jahre alt. Hallo Jasmin. Ja, hallo. Bist du auch türkischer Abstammung? Ja, ganz genau. Ja. Wie ist deine Meinung? Ja, also ich vertrete genau die gegenteilige Meinung von der Özlem. Ja. Und zwar, sie rät ja der Laila, sich von ihm zu trennen. Mhm. Und, also nee, bin ich absolut nicht der Meinung. Nicht der Meinung? Absolut nicht. Also du sagst, sie soll zu ihrer Liebe stehen? Sie muss sich erstmal ganz 100% bewusst werden, ob sie für diesen Mann alles opfern würde. Ja. Ob das wirklich der Richtige schien mir so. Sein kann. Die ja, waren, mir eigentlich auch. Ja, die waren 3 Jahre zusammen und sie... Finde ich super. Und also ich muss jetzt dazu noch sagen, ich wurde von meinem Vater verstoßen, nicht direkt aus dem Grund wie Liebe, aber einfach aus den Gründen, weil ich hier in Deutschland geboren wurde und eine relativ westliche Einstellung zum Leben habe. Ach so. Also ich lebe zwar zwischen einem Konflikt, aber die westliche Meinung, Weltanschauung, die sagt mir halt eher zu. Und dann bist du, wie alt warst du, als du von deinem Vater verstoßen wurdest? So 16. Also das war ein ganz dummer Grund. Das war, ich hatte von der Schule damals einen Brieffreund aus Frankreich vermittelt bekommen. Ja. Und als er dann dessen Brief gelesen hat und da war noch ein Foto von ihm drin, da ist er ganz ausgetickt. Also du durftest nicht mal einen Brieffreund haben? Ganz genau. Einen Brieffreund haben? Genau. Mhm. Und was bedeutet das? Er hat dich verstoßen und bist du dann mit 16 rausgeflogen? Nee, so nicht. Wir haben unter einem Dach gelebt. Das war ja eigentlich ganz dramatisch, die Situation. 4 Jahre lang gar nicht zu reden. 4 Jahre unter einem Dach? Genau. 4 Jahre nicht gesprochen mit dem Vater? Also man muss sich das so vorstellen, wenn er mir auf der Straße entgegengekommen ist, dann wurde er einfach sich weggedreht. Wie habt ihr denn gegessen an einem Tisch? Gar nicht. Also ich habe mich immer in mein Zimmer verkrochen. Und wie hat deine Mutter sich verhalten? Die stand natürlich zwischen 2 Stühlen. Mhm. Und das war ganz schlimm. Und gab es Geschwister? Ja, einen Bruder. Älter? Nee, jünger. Viel jünger? 2 Jahre jünger. 2 Jahre. Wie hat der das denn dann aufgefasst? Wie hat der sich verhalten? Das hat leider alles in seiner Pubertät stattgefunden. Mhm. Und das hat ihn ziemlich mitgenommen. Mhm. Also der wurde immer nach außen aggressiver. Ja. Und ich wusste, dass er aber nachts geweint hat. Mhm. Also der Ausgangspunkt war der Brief, den er gefunden hat zu seinem Brieffreund. Also es waren natürlich so Kleinigkeiten. Als ich 15 war, meinetwegen wollte ich langsam mal auf Konzerte, abends länger wegbleiben. Das wollte ich nicht. Aber ich sollte mit deutschen Leuten in Kontakt bleiben. Achso, du wolltest gar nicht mal in ein Konzert. Doch, wollte ich. Das wolltest du. Wollte ich, aber ich durfte nicht. Sollte, also diese deutsche Welt sollte ich ausleben. Aber nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Achso. Quasi. Aber da musstest du dich ja, solange dann du in der Wohnung gewohnt hast, musstest du dich ihm ja unterwerfen, ne? Ja.
Das heißt, du warst mehr oder weniger eingesperrt zu Hause? Absolut, absolut. Jetzt bist du 21. Genau. 4 Jahre, das heißt, ein Jahr ungefähr bist du raus aus der... Nee, noch nicht. Seit April. Seit April. Mit meiner Mutter zusammen. Ach, die Mutter hat sich von dem Vater getrennt. Ganz genau. Das heißt, deine Mama hält zu dir? Ja, also sie hat ja auch darunter gelitten. Mhm. Wir haben keine Gäste empfangen können. Mhm. Sie hat ihre sozialen Kontakte so ziemlich abbrechen müssen. Es war also alles traurig. Das heißt, die Mutter hat unter dieser, sag ich mal, sehr konservativen Einstellung deines Vaters auch gelitten. Ganz genau, weil die ist ja mit Anfang 20 nach Deutschland gekommen. Die durfte auch keine deutschen Freundinnen haben, deutsche... Hatte sie. Ne? Aber sie hat ja auch gearbeitet und hat ganz viele Bekannte eigentlich, aber zu uns ist niemand nach Hause gekommen. Weil er das nicht wollte. Weil er es nicht wollte, weil nicht abzusehen war, wie er reagieren würde. Mhm. Er hatte so seine Launen und alles. Mhm. Also kann man sagen, dass deine Mutter jetzt auch einen Schritt hin zur Emanzipation gemacht hat? Ist schwierig. Irgendwo leidet sie noch drunter, das sehe ich ja. Mhm. Aber immerhin, schon, es ist ja auch noch relativ frisch, ne? Aber immerhin habt ihr beiden Mädels jetzt eine eigene Wohnung. Das stimmt wohl. Ja. Wie ist denn der Kontakt jetzt zu deinem Vater? Gar nicht, das, ist nur noch schlimmer geworden. Mhm. Also ich bin mal mit meinem Freund Auto gefahren, dann wurden wir geblitzt. Ja. Und er war am Steuer unseres Wagens. Ja. Und dann haben wir erstmal eine Woche lang das nicht bezahlt und dann kam ein Foto zu unserer alten Adresse, wo mein Vater ja noch wohnt. Mhm. Ja, und dann mussten wir das erstmal irgendwie durch Lügengeschichten wieder hinbiegen. Und der Freund ist ein Deutscher? Nee, das ist ein Türke. Das ist ein Türke, aber... Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Also nochmal zu dem Fall Leyla. Mhm. Ich glaube, der Vater, der kann das... Also er möchte das vielleicht noch gar nicht, dass seine Tochter einen Mann hat, dass sie heiratet und langsam erwachsen wird. Wobei sie schon 25 ist. Das stimmt, aber irgendwie, also wenn das in den Köpfen der Vätern ist, dann... Jetzt erklärst du mir mal aus deiner Sicht, Jasmin. Die Özlem hat gerade gesagt, das sei zu gefährlich. Ja. Ich habe da keine Ahnung von. Ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen, ob da wirklich so eine große Gefahr besteht, dass wenn ein Kurde eine Türkin heiratet, dass diese Türkin mit irgendwelchen Untergrundaktionen von der PKK zu rechnen haben muss. Ist das so? Ist das immer noch so? Also leider hat die Leyla ja nicht erwähnt, welche Religion ihr Freund hat. Das ist dann wichtiger eher. Aber es gibt türkische Moslems und es gibt kurdische Moslems. Und eine nahe Bekannte von mir hat zum Beispiel so einen muslimischen Kurden geheiratet. Also. Die ist sogar zu ihm abgehauen. Es gab viel Tumult und die Presse hat sich eingeschaltet, aber jetzt ist alles toll. Ja, hat zwei Kinder und die leben glücklich. Ja. Und in türkischen Zeitungen liest man zwar, dass jetzt Menschen umgebracht werden aufgrund dessen, dass sie jetzt türkisch und deutsch verheiratet, türkisch und kurdisch verheiratet sind. Genau. Aber ich glaube, das wird auch sehr hoch gepusht. Wenn das, ja, das kann sein. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ich höre an, du hast eine ganz klare Position. Du sagst, die Leyla soll das machen, was sie für richtig hält, wenn sie sich sicher ist. Ganz genau. Aber sie sollte halt, das wäre mein Ratschlag, sie wollte die Mutter mal einspannen. Dass sie immer mehr von ihm erzählt, der Mutter. So mache ich es bei meiner Mutter auch übrigens. Und dass die Mutter mit dem Freund vertrauter wird. Dann sollte die Mutter sich doch erstmal mit dem Freund außerhalb der Wohnung treffen und ihn kennenlernen. Guter Tipp. Es kommt natürlich darauf an, ob die Mutter stark genug ist. Ja, sich, genau. Aber das wird sie sein. Also wenn die Mutter nicht gegen ihn ist, weil er Kurde ist, dann wird sie durch kleine Bemerkungen am Anfang den Vater auch schon irgendwie das nahebringen können. Also, das sind zwei konkrete Ratschläge. Erstmal, sie soll das machen, wovon sie wirklich überzeugt ist. Ganz genau. Und um den Vater vielleicht ein bisschen weich zu kochen, die Mutter mit einspannen. Auf jeden Fall. Die Mutter zusammenbringen mit dem kurdischen Freund, damit sie ihn kennenlernt, sie ihn vielleicht auch schätzen und lieben lernt. Ganz genau. Und sie dann den Vater ein bisschen bearbeiten kann. Genau. Und wenn es zu einer Verstoßung kommen sollte, also ich habe leider in meiner Umgebung schon einige Male von solchen Fällen mitbekommen. Und das hat sich aber wieder gelegt nach einer Zeit, wenn man sich Mühe gibt. Ich meine, diese Menschen sind ja auch nicht aus Stein. Jetzt wollte ich dich gerade noch fragen, du bist quasi von deinem Vater verstoßen worden. Ja, doch. Wie ist es denn, ihr habt doch wahrscheinlich auch noch viele Verwandten und Bekannten oder Verwandte hier auch. Wie stehen die denn zu dem ganzen Konflikt? Also es war sowieso immer so eine schwierige Situation. Mein Vater aus dem tiefsten Anatolien, meine Mutter aus dem europäischen Teil der Türkei. Und eigentlich ist es ein Wunder, wie sie sich überhaupt gefunden haben. Und die Familien konnten sich eh noch nie so richtig verstehen. Ach so. Das heißt, der Teil der mütterlichen Familie ist auf eurer Seite jetzt. Ja klar, wir haben das schon seit Jahren gesagt, dass wir da raus sollen. Ach so, verstehe. Aber hier haben wir ja leider niemanden. Bitte?
hier haben wir leider niemanden in Deutschland. Deshalb war es so ein schwerer Schritt. Wie, dein Bruder ist ja jetzt auch schon 19, ne? Wenn ich ja, richtig Wie steht der denn jetzt? Hängt der zwischen den beiden Welten? Oder hat Würde ich so sagen, aber also er hat gesagt, ich ergreife keine Partei, also ziehe ich nicht mit zu euch. Obwohl die Wohnung jetzt groß genug für 10 Leute sind. Also er ist noch bei dem Vater? Genau. Und aber ich habe das Gefühl, mein Vater pumpt ihn ganz schön zu. Mit Geld oder wie? Nee, also mit schlechten Sachen über. Mit schlechten Sachen, ach so. Ganz genau. Bist du ein bisschen enttäuscht, dass dein Bruder nicht zu euch hält? Ja, absolut. Ja. Absolut. War der jetzt schon ein paar Mal bei euch, hat euch besucht? Der kommt jetzt regelmäßig, schon allein, weil wir uns das Auto teilen müssen. Ach so. Aber ihr seid zwei selbstbewusste Frauen, das merke ich schon. Du und deine Meine Mutter. Meine Mutter allerdings nicht. Also ich musste sie sehr bearbeiten, die Jahre. Nicht, dass sie da jetzt abhaut, aber einfach, dass sie mal selbstbewusst wird. Also bist du eine sehr resolute junge Frau mit 21 und mit den familiären Hintergründen? Hut ab! Ja, danke schön. Gut ab. Allerdings muss ich sagen, also sowas schlägt auch auf einen nieder. Zum Beispiel habe ich jetzt mit meinem Studium Schwierigkeiten, da diszipliniert mich dran zu setzen. Ehrlich? Ich dachte gerade, dass du aufgrund der Erfahrungen, die du da gemacht hast, auch in anderen Bereichen davon profitieren kannst. Sollte man meinen, aber ich bin zurzeit so erschöpft vom Leben. Ja, das glaube ich. Du bist alle, ne? Ganz genau. Oder die Nerven liegen blank. Ganz genau. Aber vielleicht wird sich das auch wieder regenerieren. Da bin ich guter Dinge. Und ich glaube, das, was du da durchgestanden hast und durchgearbeitet hast für dich, das wird irgendwann gut auf dich zurückkommen. Da bin ich ganz sicher. Das ist eine Lebenserfahrung, die du mit deinen 21 schon hast, die manch ein deutsches Mädchen nicht mit 28 hat. Ja, eine Frau mit 9. Wirklich. Also da habe ich großen Respekt vor. Was studierst du? Jura. Oh. Ja. Ist ja nah eigentlich. Ist ja, ich will das Recht anderer Menschen einzusetzen. Ja, in der Tat. Also ich wollte nur noch mal hinzufügen, falls die Möglichkeit besteht, ich würde mich auch gern mit der Leila länger unterhalten. Gerne. Dann könnte ich sie auch anrufen. Und ja, dann funken wir beide, wir euch beide gleich einfach mal zusammen. Ja klar, super. Ne? Das heißt, wenn du jetzt auflegst, dann wird meine Redaktion das irgendwie arrangieren und du bleibst noch 10 Minuten wach. Und dann, ja, sowieso. Da wird sich die Leila sicher freuen, bin ich sicher. Ja, klar, super. Ja, Jasmin, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ja, ebenfalls. Alles Liebe, alles Gute. Und wenn das im Moment ein Durchhänger ist im Studium, gönn dir vielleicht mal ein bisschen Ausruhphase und dann bin ich sicher, dass du mit deinen Erfahrungen gut nach vorne gehen wirst. Ja, okay, super, das ist ermutigend. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800-220-5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch bei mir oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und auch an dieser Stelle schon mal ein Hinweis für Samstag. Samstag habe ich wieder Promi-Besuch bei mir in der Sendung und ich freue mich sehr auf Gabi Köster. Gabi Köster ist mein Gast diese Woche Samstag im Domian Promi-Talk. Jetzt bin ich verbunden mit Tanja. Tanja ist, heute ist ein Frauentag, ne? Heute haben bisher nur Frauen angerufen. Umso besser. Hallo Tanja, 24. Hallo. Hallo Tanja, was ist dein Thema, um was geht's bei dir? Ja, ich habe einen Sohn, der ist 3 Jahre alt. Ja? Und der ist von Freund, seinem Bruder. Von Freund und Bruder, vom Schwager quasi. Ja. Quasi so. Und dein Freund weiß das nicht? Nee, das weiß noch keiner. Das weiß keiner. Das Kind ist 3 Jahre alt. Ja. Und du bist mit deinem Freund aber noch zusammen? Ja. Und der geht da gerade das Telefon bei dir? Nee, eigentlich nicht. Nee, ich habe irgendwas gehört. Und der Bruder von deinem Freund, hast du damals nur einmal Sex mit dem gehabt oder war das eine längere Verbindung? Nee, das war so ein paar Mal. Ein paar Mal? Ja. Jetzt in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr? Nee, gar nicht mehr. Und wieso habt ihr nicht verhütet damals? Sehr jung und... Naja, sehr jung, da warst du 21. Niemand weiß das? Nee. Das ist ja mein Problem, das frisst mich auf, wenn... Das ist das Problem, ist mir schon klar. Ja, ich atme gerade nur so durch, weil ich denke, was du da für eine Gewissensbelastung wahrscheinlich hast. Und was dir in den letzten Jahren alles durch den Kopf gegangen ist. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich im Moment dabei? Im Moment fühle ich mich ganz scheiße. Also ich fühle mich eigentlich schon die ganze Zeit scheiße, aber... Wieso hast du damals nicht direkt am Anfang gestanden und hast gesagt, pass auf, so und so ist es?
keine Ahnung, war nicht so einfach. Und Lebst du mit dem Vater des Kindes zusammen in einer Wohnung? Ja. Ja. Ist die Beziehung gut oder eher gestört? Nee, läuft eigentlich alles super. Ja. Gehst du so weit im Moment, dass du darüber nachdenkst, reinen Tisch zu machen? Eigentlich ja, aber ich weiß nicht wie. Das heißt, die Belastung ist so groß, dass du gar nicht mehr ruhig und normal leben kannst? Nee, irgendwie nicht mehr. Als du dich dazu entschieden hast, damals nichts zu sagen, während der Schwangerschaft und als das Kind dann da war, wie hast du damals gedacht? Hast du gedacht, das ziehe ich jetzt durch, mein ganzes Leben lang, das ist ein Geheimnis, das wird nie jemand erfahren? Oder was hast du gedacht? Ja, damals war es noch ein bisschen einfacher, da habe ich gedacht, ja, jetzt machen wir das einfach mal so und dann wurde es immer schwerer und jetzt... Also im Klartext, du hast gar nicht richtig drüber nachgedacht damals, ne? Du hast es so, die Dinge so laufen lassen. Ja, ich habe es einfach so kommen lassen. Und dann ja. Jetzt ist der Kleine 3 Jahre alt. Der Kleine denkt, dein Freund ist sein Papa und das andere ist sein Onkel. Wie ist dein Verhältnis heute zu dem, ich sag mal Schwager, ne? Kann man es besser auseinanderhalten, zu dem Schwager? Na, eigentlich ganz gut noch, also... Er weiß es ja auch nicht. Er weiß es auch nicht, ist mir schon klar. Gab es nie mal irgendwie so einen großen Druck, dass du mit einer guten Freundin oder irgendeinem vertrauten Menschen mal hättest reden wollen in den letzten Jahren? Doch, ich wollte schon, aber dann hatte ich Angst, dass es doch irgendwie wieder oder so und dann... Umso größer muss der Druck sein, wenn du jetzt hier anrufst und auch sogar in einer Öffentlichkeit darüber sprichst, wenn auch anonym. Ja, ist klar, aber mit irgendwem musste ich mich drüber unterhalten. Du kennst deinen Freund sehr gut. Wie lange seid ihr insgesamt zusammen schon? 4 Jahre erst. 4 Jahre. Wie würdest du, stellen wir uns mal vor, du würdest ihm die Wahrheit sagen. Was glaubst du, wie er reagiert? Das weiß ich nicht, das ist ganz schwer. Weil es ist ja nun schon ewig lange verschwiegen und so. 3 Jahre Lüge, ne? Ja. Wie ist sein Verhältnis zu seinem Bruder? Ganz gut, wie halt Brüder so sind. Das ist schlimm, was da passiert ist. Weil, wenn du beichtest, gerät natürlich nicht nur eure Beziehung in große Turbulenzen wahrscheinlich, sondern auch die Beziehung zwischen den beiden Brüdern. Ja. Denn der Bruder, dein Schwager, er hat ja mit dir Sex gehabt, hat mit dir geschlafen, während du mit deinem Freund, das heißt mit seinem Bruder, schon zusammen warst. Und das ist natürlich eine Todsünde, ne? das zu tun, dass man die Frau des Bruders, davon hält man die Finger weg. Oder vom besten Freund. Irgendwann hat dann. Ja, bitte? Ich weiß es, aber es passiert. Es ist passiert, ja. Ich sage nur mal so, ich lege mal alles auf den Tisch. Es gäbe die Möglichkeit, ein Leben lang so etwas durchzulügen. Ich sag nur mal so rein theoretisch, gäbe es die Möglichkeit. Aber wenn man damit nicht leben kann, und offensichtlich kannst du damit ja nicht leben. Nee, auf keinen Fall. Ist das ein ganz bitterer Weg, der jetzt vor dir liegt? Da gibt es jetzt keine, ich sag ein bisschen die Wahrheit. Wenn du jetzt sprichst, wird das eine so große Wahrheit sein, die unter Umständen alles durcheinander wirbelt. Es kann sein, ich weiß nicht, wie dein Freund drauf ist, dass er sagt, das ist schlimm. Es ist auch sehr schlimm, dass du mich 3 Jahre belogen hast. Aber ich liebe dich und ich liebe den Kleinen und ich akzeptiere den. Ich weiß nicht, was er machen würde. Es kann aber auch sein, dass er sagt, Schluss aus, 3 Jahre Lüge, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, davor habe ich jetzt Angst, also ich liebe ihn wirklich und so. Ich war halt damals in der... Und natürlich musst du auch noch bedenken, insofern ist es natürlich sehr, sehr richtig, dass du dir Gedanken machst und dass wir jetzt zumindest miteinander sprechen, dass das Kind irgendwann, die Frage hat, das Kind hat ein Recht, den leibhaftigen Vater zu kennen. Ja, aber vorher muss ich das erstmal alles klären.
Dadurch musst du es alles klären. Ja, ich meine, das ist nur so ein Zusatzaspekt auch noch. Das ist klar. Mhm. Es geht gerade die Sendung zu Ende. Ich möchte dich aber jetzt nicht mitten in dem wichtigen Gespräch jetzt allein lassen. Ich sage nur mal kurz, von meiner Warte ausgehend glaube ich auch, dass es richtig ist, wenn du sprichst. Wie du das anstellst, da möchte ich vorschlagen, dass wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Okay? Mhm. So machen wir es. Liebe Tanja, bis gleich. Alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Abend, für heute Nacht. Schön, dass ihr dabei wart. In der Technik war Malte Emels. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.